180 Rennwagen auf der längsten permanenten Rennstrecke der Welt. Das ist die VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Allein 27 GT3-Fahrzeuge sind beim zweiten Saisonlauf am Start. Träume auf vier Rädern. Das Ziel der Teams, der Tagesgesamtsieg. Und ganz nebenbei Training unter Wettkampfbedingungen für das 24-Stunden-Rennen vier Wochen später. Großer Sport auch in den kleineren Fahrzeugklassen. Punkte sammeln auf Augenhöhe für Klassensiege und vielleicht sogar die Meisterschaft. Das Problem: viel Konkurrenz, unstetes Eifelwetter und das auf der berüchtigten Nürburgring-Nordschleife. Aprilwetter beim zweiten Saisonlauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Trotzdem ein Riesenauftrieb an GT3-Fahrzeugen in der Boxengasse. Das 24-Stunden-Rennen an gleicher Stelle ist noch einen Monat entfernt. Fast alle, die sich zum Favoritenkreis für die prestigeträchtige Veranstaltung zählen wollen, nutzen die Gelegenheit zu einem Test unter Wettkampfbedingungen. Wie jeder weiß, gibt es einige neue Fahrzeuge von einigen Herstellern. Da ist natürlich die Frage, wie weit sind die Autos auf die Nordschleife adaptiert. Ich glaube, dass wir viele Boxenstopps sehen werden mit unterschiedlichen Reifenstrategien. Also 4 Stunden können lang und interessant werden heute. Die GT3-Fahrzeuge machen im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens aber nur rund ein Siebtel des 183 Fahrzeuge starken Feldes aus. Die überwiegende Mehrzahl ist leistungsschwächer, aber auch deutlich kostengünstiger. Klassensiege, Meisterschaftspunkte und ganz viel Fahrspaß auf der anspruchsvollsten permanenten Rennstrecke der Welt. Das ist es, worum es geht in den Klassen abseits der übermächtigen GT3-Fahrzeuge. Und am Ende winkt vielleicht sogar der Meistertitel in der teilnehmerstärksten Langstreckenrennserie Europas. Fahrzeuggröße allein zählt nicht in der VLN, vielmehr die Anzahl der Gegner, die man in seiner Klasse regelmäßig schlägt, wie zum Beispiel in der Cayman GT4 Trophy. Wenn wir uns die Starterzahlen anschauen, die jetzt stetig wachsen, wir sind aktuell bei 14 oder 17 Autos. Und wenn man da einen Klassensieg davonträgt, gibt das kräftige Punkte und ist auf jeden Fall gesamtsiegfähig. Die Cayman GT4 Trophy 2016 ganz neu in der VLN und ganz offensichtlich mit großer Anziehungskraft auf Rennfahrer und Teams. Alle Fahrzeuge technisch auf einem Level. Wer hier einen Klassensieg und damit maximale Punkte erzielen will, muss fahrerisch einiges bieten. Ja, ganz wichtig natürlich, gerade in so einer Cayman-Meisterschaft, ist die Fahrerkombination. Es gibt einige Teams, wo die zweiten Fahrer etwas schwächer sind, was jetzt nicht schwach heißt, aber von den Rundenzeiten mal 10 bis 15 Sekunden vielleicht verlieren. Und das ist natürlich bei so einer Meisterschaft schon extrem viel. Es gibt so 2, 3 Klassen, V5, V6, der 235 E-Cup auch, wo Fahrer sind aufgrund der Kombination, die eigentlich für Klassensiege Garanten sind. Und das sind die Gegner für die Gesamtmeisterschaft. Über 20 Teilnehmer ist der BMW M235i Racing Cup stark. Da sollten sich ordentlich Punkte sammeln lassen. In der Theorie. Praktisch ist die Anzahl an Nordschleifenkönnern in den Fahrerkadern aber noch zahlreicher. Bei 8 Rennen, die in die VLN-Meisterschaftswertung eingehen, scheint es daher fast unmöglich, dass ein einzelnes der BMW-Teams genügend Klassensiege und damit Meisterschaftspunkte einfährt. Wir haben so viele gute Autos in unserer Klasse, wo es jedes Mal unterschiedliche Sieger geben kann. Die Leistungsdichte ist enorm hoch. Man muss auch immer sehr viel riskieren, um da vorne zu sein. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, bei 10 Rennen, glaube ich, 7 verschiedene Sieger. Da wird es sehr, sehr schwer, ganz vorne mitzufahren. Punkte gibt es natürlich viele, aber halt immer nur für den Führenden und von daher wird es wirklich richtig schwer. Für einen Klassensieg mit 20 Startern gibt es beispielsweise 9,75 Wertungspunkte, für einen zweiten Platz deren 9,25. Siege in Klassen mit 10 Startern werden mit 9,5 Punkten belohnt. Die Klasse der seriennahen Produktionswagen bis 3 Liter Hubraum mit ihren 14 Startern könnte deshalb durchaus auch den VLN-Meister stellen. Zumal hier vielleicht auch das Fahrzeugfabrikat den Unterschied machen kann.
Ja, also wir fahren noch mit dem BMW, der Rest fährt fast nahezu mit Porsche mittlerweile. Und ja, auf der Einzelrunde sind die Autos deutlich schneller, aber wir hoffen, dass wir mit der Besetzung gut dran sind und über 3-4 Stunden alle drei Top-Leistungen abrufen und dann vorne mitfahren. Mit Abstand am teilnehmerstärksten im zweiten VLN-Saisonlauf allerdings die Klasse der GT3-Fahrzeuge. Dass hieraus der Meister 2016 gekürt wird, allerdings sehr unwahrscheinlich. 2015 gab es hier 9 Rennen, nämlich 8 verschiedene Siegerteams. Gleich auf Sport 1 viel Hektik in der Boxengasse und knallharte Zweikämpfe um die Spitze. Zurück auf dem Nürburgring beim zweiten Saisonlauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft. Das Zeittraining ist absolviert. Die Startplätze für das 41. DMV 4-Stunden-Rennen werden bezogen. Trainingsschnellstes Fahrzeug, der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 6 von Black Falcon. Startfahrer Maro Engel setzte hier die Bestzeit. Wir sind heute Morgen schon ein bisschen im Massen gefahren und ich denke, es verhält sich ganz gut. Aber jetzt wollen wir erstmal dann sehen, wer wie schnell kann in der Spitzengruppe im Nassen. Das wird sich, glaube ich, jetzt das erste Mal ein bisschen zeigen. Also von dem her, ja, schön ruhig bleiben, hoffentlich die Führung behaupten auf der Grand Prix-Strecke und dann schauen wir, wie es auf der Nordschleife ist. Ebenfalls in Startreihe 1, Phoenix Racing mit dem Audi R8 LMS. Hier greift Frank Stippler auf den ersten Runden ins Lenkrad. Die Scuderia Cameron Klickenhaus stellt das drittschnellste Fahrzeug, einen GT3 Eigenbau mit Thomas Mutsch am Steuer. Daneben das belgische WRT-Team mit einem weiteren Audi R8 LMS. Dahinter dann in Startreihe 3 zwei werksunterstützte Aston Martin Vantage. Die Strecke zu Beginn der Einführungsrunde noch nass. Kurz zuvor war ein kleiner Schauer niedergegangen. Fast alle Fahrzeuge der Top-Kategorie. Deshalb auf Regenreifen unterwegs, einige wenige aber auch auf geschnittenen Slicks. Dann nimmt Startgruppe 1 das Rennen auf. Engel gibt das Tempo vor, verteidigt die Führung. Stuart Leonard im Audi mit der Nummer 2 ganz früh am Gas, setzt sich Ende Start-Zielgerade außen neben Stippler. In der Mercedes-Arena übernimmt das WRT-Auto die zweite Position, während Stippler Platz 3 gegen Thomas Mutsch verteidigen muss. Pierre Kaffer im WRT-Audi mit der Nummer 3 schaut sich die Zweikämpfe von etwas weiter hinten an. Der Versuch einer Attacke auf den Ford GT von Alsen Racing, dann aber erfolglos. Engel und Leonard bei der Auffahrt auf die Nordschleife schon mit etwas Abstand zu den Verfolgern. Christian Hohenadel im AMG GT3 von HTP Motorsport auf der dritten Position. Jan Seifert im Haribo AMG von 10 gestartet, inzwischen aber schon auf Position 6 vorgefahren. Vor ihm einer der beiden BMW M6 GT3 von Rowe Racing. Dann nimmt auch die zweite Startgruppe das Rennen auf. Hier die Porsche Cayman aus der Trophy-Wertung am Start. Ganz vorne das Fahrzeug von GetSpeed, pilotiert von Moritz Kranz. Der wird dann allerdings vom Teichmann Cayman mit der Startnummer 960 attackiert. Die Außenbahn entscheidet zu Ungunsten von GetSpeed. Der Konter lässt allerdings nicht lange auf sich warten. In der Auffahrt zur Nordschleife wechselt die Führung erneut. Wenige Minuten später auch der Start der dritten Gruppe mit den vorwiegend seriennahen Fahrzeugen. Ganz vorne die BMW M235i. Auf der sechsten Position der sogenannte Eifelblitz von Scheib Motorsport. Um die Führung kämpfen der weiße BMW von Walkenhorst Motorsport und der rot-schwarze von Racing One. In der Querspange übernimmt letztgenannter die Führung. Die Gruppe der GT3-Fahrzeuge inzwischen bei der Anfahrt zum Karussell angekommen. Engel vor Leonard und Hohenadel, dann einer der beiden Aston Martin GT3. Auf der Döttinger Höhe dann allerdings schon DTM-Pilot Maxime Martin im Rowe M6 auf der vierten Position.
Mit Topspeed um die 270 Stundenkilometer geht es die 1,5 Kilometer lange gerade hinunter. Engel dann schon nach Runde 1 zum Boxenstopp, während seine direkten Verfolger durchfahren. Die Strecke auf der Ideallinie schon ziemlich trocken, bei freier Fahrt ohne Verkehr, Slicks auf jeden Fall eine Option. Pierre Kaffer jetzt neuer Führender vor Maxime Martin, Hohenadel hinter den BMW auf Platz 3 zurückgefallen. Der Boxenstopp von Engel vergleichsweise lang, Stippler nutzt die Situation zu seinen Gunsten. Es zeichnete sich früh ab, dass die Strecke trocken wird und von daher haben wir relativ früh gewechselt, weil wir auch keine Erfahrung haben mit dem Dunlop-Regenreifen. Da haben wir ein kleines Loch noch zu schließen, da sind noch ein paar Fragen unbeantwortet, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Schon nach Runde 1 kommen die Fahrzeuge der BMW Cup-Klasse geschlossen an die Box. Vor ihnen haben schon 120 Fahrzeuge die Strecke trocken gefahren. Das Fahrzeug vom Team Adrenalin Motorsport schon mit einem Treffer. Der Uwe hat eine Berührung gehabt mit einem anderen Auto. Er ist vorne rechts beschädigt, Entschuldigung. Es fühlt sich wohl auch so an, dass die Spur verstellt ist. Wir liegen jetzt im Moment also sehr weit zurück, sind auf Platz 18 zurückgefallen. Müssen mal gucken, ob man im Laufe des Rennens dann noch was gut macht. Stippler, Engel und Seifert jetzt am schnellsten unterwegs. Der frühe Wechsel auf Trockenreifen zahlt sich aus. In Runde 3 hat die Gruppe schon auf den WRT Audi aufgeschlossen, der an zweiter Stelle liegt. Das Überholmanöver am tiefsten Punkt der Nordschleife im Streckenabschnitt Breitscheid. Ganz vorne zu dem Zeitpunkt der BMW M6 von Walkenhorst Motorsport. Matthias Henkula allerdings noch nicht mit Slicks unterwegs. DTM-Legende Bernd Schneider sieht aber nicht nur eine Aufholjagd, sondern auch immer wieder ein kleines Scharmützel zwischen Engel und Stippler. Ja, die geben alles, glaube ich, wie man sieht, und sind auf der ähnlichen Pace. Ist schon interessant zuzugucken, es war schon ein paar Mal ganz schön heiß. Und wie heiß, Henkula ist schon eingeholt, Stippler allerdings erster Kandidat für einen Angriff von Engel. Im Streckenabschnitt Metzgesfeld dann der Führungswechsel. Henkula macht Platz für Stippler und Engel. Die behaken sich im Anschluss weiter. Für den Rowe BMW Nummer 22 mit Alexander Siems und Philipp Eng ist früh Schluss. Eine Kollision beim Überrunden die Ursache. Der Fricadelli Porsche auf Intermediates als 22. gestartet und bis zum fälligen Boxenstopp Vierter. In der Porsche Cayman GT4 Trophy läuft es für Kai Riemer alles andere als rund. Nach einer Rennstunde ist man ganz weit weg von fetten Punkten für die Cup- und VLN-Meisterschaftswertung. Also ich habe selten so ein aufregendes Rennen gehabt, weil wir sind von 10 gestartet, wir hatten Probleme im Qualifying und mussten von hinten losfahren, dann halt diese wechselnden Bedingungen. Ja, und dann ging das los. Wir hatten Aussetzer. Ich musste, glaube ich, 6 Mal anhalten, wieder ein Reset machen über Start. Dann habe ich eine Stop-and-Go-Strafe bekommen. Dann ist das Auto beim Arndt wieder ausgegangen. Also wir haben mehrfach auf der Strecke anhalten müssen, um das Auto zu resetten. In der Cayman Cup-Wertung auf der 3. Position zu dem Zeitpunkt das Fahrzeug von ProSport Performance, pilotiert von Jörg Fiebern und Nico Verdonk. An 2. Stelle Marc Henarizzi von Teichmann Racing. Und ganz vorne Moritz Kranz vom Team GetSpeed Performance. In Führung liegend kommt nach 10 Runden Frank Stippler zum Nachtanken an die Box gefahren. Der Norweger Anders Fjordbach übernimmt das Steuer. Black Falcon mit dem AMG Nummer 6 war schon eine Runde zuvor an der Box gewesen. Bernd Schneider jetzt am Steuer übernimmt die Spitze. Gleich auf Sport 1, enger Kampf um den Tagesgesamtsieg und das Eifelwetter zeigt sich von seiner schlechten Seite. Zurück in der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Bernd Schneider im Mercedes AMG von Black Falcon liegt nach 10 Runden in Führung. An 2. Stelle der Porsche 911 GT3 von Manti Racing, der nun aber auch die Box ansteuert.
Somit geht es zwischen dem Haribo Mercedes und dem BMW von Walkenhorst Racing in dieser Situation eigentlich schon um Platz 2. Der Haribo Mercedes geht als Sieger aus dem Duell hervor. Erst auf dem 4. Rang Anders Fjordbach. Das allerdings Resultat der langen Boxenstandzeit nach dem 9-Runden-Stint von Stippler, der Fricadelli-Porsche auf 5 direkt dahinter. Christian Marmaro im Twinbush-Audi auf der 6. Position. Im BMW M235i Racing Cup nach rund 2 Stunden ein ganz enges Duell um die Führung. Hier setzt sich Michael Schrey im schwarzen Fahrzeug von Bunk Motorsport gegen den BMW von Alex Lamberts und Marc Eret durch. Ja, wir haben dann beim Boxenstopp haben wir ein bisschen weniger tanken müssen, weil wir direkt am Anfang halt immer auf Spritsparen gesetzt haben. Hat es ein paar Liter gebracht. Dann waren wir beim Boxenstopp bzw. danach direkt dahinter. Und dann auf der Strecke hat der Michi dann den Roller BMW überholt. An dritter Stelle im BMW Cup Thomas Jäger. Ganz langsam setzt Nieselregen ein. Slicks trotzdem noch erste Wahl. Um es vorwegzunehmen, Jäger und sein Fahrerkollege Rudi Adams schaffen es noch bis auf den 2. Rang. Michael Schrey und Alex Mies werden Klassensieger. Bei den Serienwagen bis 3 Liter Hubraum, kurz V5 genannt, hat es im Kampf um den Klassensieg ein erstes Opfer gegeben. Der Porsche Cayman von Adrenalin Motorsport steht Mitte Döttinger Höhe an der Leitplanke. Wir waren eigentlich 3 Runden schon hintereinander, Team Thiemann und wir, also im Abstand von wenigen Fahrzeuglängen. Und bin aus dem Galgenkopf raus beschleunigt, hab hochgeschaltet, ganz normal. Und entweder Plattfuß oder technischer Defekt, unvermittelt abgebogen. Somit freie Bahn für Dominik Thiemann, Hajo Müller und Jens Riemer im BMW E36. Klassensieg bei den 3-Liter-Serienwagen. Ja, das ist durchaus interessant, vor allem ohne technische Helferlein, nicht wie die anderen mit ihren ganzen elektronischen Programmen. Ja, aber es hat noch gereicht. Nach 2/3 der Renndistanz der Black Falcon Mercedes, nun pilotiert von Manuel Metzger, mit rund 30 Sekunden in Führung. Allerdings stehen hier regulär noch 2 Boxenstops an, während der Phoenix Audi nur noch einmal zum Fahrerwechsel und Volltanken an die Box kommen muss. Dritter zu dem Zeitpunkt der Twinbush Audi, pilotiert von den Busch-Zwillingen und Christian Marmaro. Dann der Aston Martin Nummer 27 von Darren Turner und Niki Thiem. An 5. Stelle der Lamborghini Huracan von Konrad Motorsport. Christopher Buick und Christopher Zöchling hier die Fahrer. Ein wenig Druck vom Haribo Mercedes und dem Rowe BMW. Die Streckenverhältnisse aber vielleicht der noch gefährlichere Gegner. Genau, ab der 4. oder 5. Runde kam dann mal auf der Döttinger Höhe und Grand Prix-Strecke ein paar Tropfen runter, war schon rutschig, man musste ein bisschen Gas rausnehmen, ein bisschen Acht nehmen, aber es war kein wirklicher Regen, es war wirklich nur leichter Nieselregen hier, also alles kein Problem. In der Cayman Trophy versucht Jörg Fiebern, seinen Porsche nach einem Unfall in der Hohen Rhein-Schikane aus der Schusslinie zu bringen. Jetzt hat der Getspeed-Porsche von Hamza Oviga und Moritz Oberheim beste Karten für den Klassensieg. Bei den Top-Fahrzeugen zählt allein der Tagesgesamtsieg. Und dort haben Frank Stippler und Anders Fjordbach jetzt beste Karten, weil der Black Falcon AMG 3 Runden vor Schluss einen weiteren Stopp absolviert. Führungswechsel. Im Cayman Cup dann eine überraschende Wendung. Der Getspeed Porsche steht 2 Runden vor Schluss demoliert in der Querspange. Eine Kollision mit einem Toyota die Ursache. Immerhin, Moritz Kranz kann unverletzt aussteigen. Somit holen sich Moritz Gusenbauer und Marcel Hoppe auch den 2. Klassensieg in der Saison. Die letzte Runde war noch mal richtig interessant. Bei mir ist im letzten Stint der Funk ausgefallen. Und ich wusste bis zuletzt nicht, wo wir standen, habe dann eine Tafel rausbekommen, P1 plus 1,1 Minuten. Und es hat dann heftig angefangen zu regnen. Ich war noch auf Slicks unterwegs. Wie die meisten anderen auch, so mancher Fahrer wird sprichwörtlich auf dem kalten Reifen erwischt. Frank Stippler, der jetzt wieder im Phoenix Audi sitzt, führt nun mit knapp 30 Sekunden Vorsprung vor Adam Christodoulou, dem Schlussfahrer auf dem Mercedes AMG von Black Falcon.
An Attacke ist jetzt nicht mehr zu denken. Heil ins Ziel kommen steht ganz oben auf der Agenda. Auf Platz 3 die Haribo Gummibärenbande mit Jan Seifert, Lenz David Arnold, Maximilian Götz und Schlussfahrer Uwe Ahlsen. Der letzte Turn war dann zum Schluss extrem rutschig. Man sieht ja, wie es aussieht. Wir haben noch alle Slicks drauf und da muss man erstmal das Auto wieder nach Hause bringen. Aber war alles gut. Auto war bis zum Schluss perfekt. Frank Stippler rettet den Phoenix Audi A8 ins Ziel. Somit geht auch der zweite VLN-Saisonsieg 2016 an ihn und Anders Fjordbach sowie das Team aus Moisbad. Ja, war anstrengend, mental anstrengend, weil es angefangen hat zu tröpfeln über ein ganzes Stint und man konnte schlecht abschätzen, wie feucht es jetzt wirklich ist. Und da ist immer die Gratwanderung, den Reifen im Temperaturfenster zu halten und richtig zu pushen, damit er nicht auskühlt. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch ein Stück weit ein Risiko. Wenn du ins zu nasse fährst, dann bist du einfach zu schnell und machst nicht mehr viel. Von daher war das anstrengend und ich bin froh, dass das jetzt belohnt worden ist. 4 Marken auf den ersten 6 Plätzen. Hinter den Siegern Maro Engel, Bernd Schneider, Manuel Metzger und Adam Christodoulou auf Platz 2. Eine sehr interessante letzte Runde. Es ist ja schon total einfach, durch den Verkehr zu kommen. Da kann man auch noch ein bisschen Wasser draufschütten. Nein, man musste ganz vorsichtig sein. Eine Menge Unfälle da draußen. Ich bin glücklich mit Platz 2. Frank Stippler und Anders Fjordbach dürfen sich nicht nur über den Tagesgesamtsieg freuen. Durch den zweiten Sieg in der mit 27 Fahrzeugen am stärksten besetzten GT3-Klasse sind sie auch VLN-Tabellenführer.